Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Talk About Blackie's Life Episode 8. Heute, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Probleme, die ich habe oder die ich ungerecht finde. Dinge, die ich ungerecht finde, nennen wir es einfach so. Ihr wisst ja, in Blackie's Life geht es um mich persönlich, nicht um die breite Masse. Und dass ich mich halt öffnen möchte, weil ich sagen möchte, ich bin auch nur ein Mensch, der Gefühle hat, der sich über Dinge Gedanken macht. In gewisser Weise sind das Dinge, die meine Vergangenheit betreffen, in der meisten Zeit, die es jetzt Blackies Life getroffen hat. Dieses, was ich heute anspreche, ist eher ein eher gegenwärtiges Thema, was ich ansprechen möchte. Also nicht so lange zurück, gerade mal, sagen wir mal, einen Monat zurückliegend. Und es geht dabei um Erlösung. Ich nenne es einfach mal so, auch wenn es gerade beschissen klingt und ihr vielleicht damit nichts anfangen könnt. Aber ich erkläre euch einfach mal kurz das Thema. Und zwar, egal was es ist, ja, ob das jetzt ein Tier ist, ob das ein Mensch ist, ob das, keine Ahnung, gibt ja eigentlich nur die paar Varianten, oder ob das ein Baum ist, ist ja völlig egal, Pflanze, Mensch oder Tier, ja, wenn ein Lebewesen oder ein Objekt leidet und man weiß, dass es stirbt oder dass es nicht mehr viel Zeit zum Leben hat, oder es halt noch so, ja, ich sag mal, nur eine geringe Chance gibt, dass dieses Wesen oder dieses Objekt im Falle eines Baumes nicht mehr lange lebt, dann sollte man doch dieses Wesen oder das Objekt nicht lange leiden lassen. Und vor allen Dingen nicht noch mit irgendwelchen zigtausend Medikamenten vollpumpen, nur um es herauszuzögern. Ja, okay. Das ist sozusagen das Hauptthema. Bei mir geht es eben um meinen Hund. Ihr wisst ja vielleicht, der ein oder andere, dass meine Hündin jetzt seit knapp anderthalb Monaten festgestellt wurde, dass sie einen Tumor am Hals hat. Der war damals 10 x 10 cm groß. Die Tierärztin hat gesagt, der ist unoperabel und der ist halt bösartig. Also da kann nichts mehr dran gemacht werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Hund stirbt. Aber rein theoretisch kann der Hund das auch mit in sein natürliches Grab, die ist jetzt 11 Jahre, also in circa 3 Jahren nehmen. Sie kann theoretisch auch ganz normal im Schlaf irgendwann in 3 Jahren sterben, ohne dass der Tumor irgendwas damit zu tun hat. Okay, sehe ich alles ein, dass man halt damals gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt erstmal den leichten Weg, wir nehmen jetzt erstmal Antibiotika, weil da noch irgendwas drin war in dem Tumor mit Eiter und so weiter. Und da hat man halt gedacht, okay, der Tumor verringert sich, man kann es vielleicht operieren. Aber man hat es eher nicht gedacht. Und dann ein paar Wochen später, ich glaube 3 Wochen später, wurde dann das Antibiotika abgesetzt und der Tumor war nicht wirklich kleiner, sondern eigentlich fast genauso groß wie vorher. Nur dass eben jetzt kein Eiter mehr drin war. Und es wurde halt gesagt, wenn das Tier leidet oder anfängt, sich komisch zu benehmen, dann wird es halt eingeschläfert. Ja, und das war ja auch damals okay. Dann fing halt die Zeit an, wo ich merkte, dass mein Tier leidet, ja, dass mein Tier Schmerzen hat, die sie am liebsten nicht hätte. Ich auch nicht. Ich möchte das auch nicht mit ansehen, dass meine Hündin leidet, ja. Am liebsten hätte ich gewollt oder wir gewollt, dass es operiert werden kann, dass es weggemacht wird, dass wieder alles normal ist und dass wir weiterleben können. So wie vorher auch. Aber das geht nicht. Niemand kann es operieren. Ich habe in der Tierklinik nachgefragt. Geht nicht. Zu groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das überlebt, ist gering. Das wäre total blödsinnig, das Ding zu operieren, damit sie dann in der Operation stirbt, etc. etc. Und auf jeden Fall bekam sie dann Schmerzmittel. Es ist vielleicht in dem einen oder anderen Punkten gut, Schmerzmittel zu geben. Ja, habe ich auch eine Weile lang akzeptiert und eingesehen, dass das alles eine gute Sache ist, dass das Tier eben nochmal Momente hat, wo sie keine Schmerzen hat, dass es für dich so ist, als wenn sie nichts hätte, dass du nochmal Tage erlebst, die so sind wie, als wenn sie nie was hätte. Ja, die sind völlig in Ordnung. Die sind auch in bestimmten tierärztlichen Mustern bestimmt sehr gut. Ich habe eine Kollegin, der ihr Hund wird jetzt schon mehr oder weniger seit seiner Geburt mit Schmerzmitteln behandelt, aber da besteht auch eine hohe Chance der Heilung. Ja, da ist es halt nur eine Geldfrage, wie immer. Es ist immer eine Geldfrage. Und auf jeden Fall kam halt trotz dieses Schmerzmittels immer mal wieder so Momente, vor allen Dingen abends in der Nacht, wo sie gequengelt hat, wo sie gesagt habe, Herrchen, ich habe Schmerzen, bitte tu was.
aber ich kann ja nicht mehr machen, als ihr die verabreichte Dosis zu geben, die ihr verschrieben wird. Wenn ich ihr eine mehr gebe, muss ich wieder einen Tag früher zum Tierarzt. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Du kriegst ja halt nur eine bestimmte Menge an Tabletten. Für 2 Wochen kriegst du halt 14, 15 Stück und dann ist Feierabend. Ja, wenn du die früher ausgibst, ja, dann ist das dein Problem, musst du halt früher zum Tierarzt. Und das ist halt dann alles eine Geldfrage. Und da ist mir dann halt in den Gedanken gekommen, eigentlich belüge ich mich selbst mit diesen guten Gedanken, denen es ja manchmal gab, besonders tagsüber, wenn sie gute Laune hatte, wenn sie wieder lebhaft war, wenn sie wieder gespielt hat, wenn sie getobt hat. Aber das war alles nur eine Lüge. Das war mir nur vorgespielt. Mein Kopf wusste in dem Moment, meinem Hund geht's schlecht. Der sollte sich nicht so benehmen, wie er es gerade tut, weil er Schmerzen haben sollte. Hatte er aber nicht wegen dem Schmerzmittel. Und die Schmerzenszeit, nenne ich das einfach mal so, die wurde von Tag zu Tag schlimmer. Also dann hast du halt wirklich mal 2 Schmerztabletten gegeben, eine morgens, eine abends, und trotzdem hat das Tier gequengelt. Irgendwann im Laufe des Tages, ist ja jetzt egal wann. In der letzten Woche war es sehr besonders schlimm. Da habe ich in der Nacht eigentlich kaum geschlafen, weil sie nur am Quengeln war. Und das trotz 2 Schmerztabletten, eine morgens, eine abends, das war mir egal. Dann bin ich halt einmal früher zum Tierarzt gegangen. Aber ich habe es einfach nicht mehr verstanden. Ja. Und der nächste Termin ist in dem Falle morgen am 12. Juli. 11. Juli, Entschuldigung, ist ja heute schon Montag. Heute am 11. Juli, irgendwann um 11:30, sage ich jetzt mal, gehen wir zum Tierarzt. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich habe das schon das eine oder andere Mal bestimmt im Livestream erzählt, aber ich möchte das jetzt hier auch nochmal loswerden. Das Problem bei einem Tierarzt ist immer, der Tierarzt schätzt das Tier so ein, wie er es sieht. Wenn dein Hund bei dir zu Hause nicht frisst, nicht trinkt, auf dem Boden kotzt, humpelt unterwegs, keine Ahnung, sich dauernd hinlegt oder 5 Kilo Fell verliert, ja, dann ist das ja etwas, was du erlebst. Das erzählst du dem Tierarzt. Aber jetzt bist du beim Tierarzt mit deinem Hund die halbe Stunde oder wie lange auch immer, sagen wir mal im Durchschnitt eine halbe Stunde, und der Hund ist normal. Er verhält sich so, als wenn nichts wäre. Er ist total lebendig, er tobt rum, er schnüffelt, er ist interessiert, er wirkt lebendig. Er wirkt nicht so wie bei dir, dass er eben die Hälfte der Zeit nur rumkotzt und keine Ahnung humpelt und sonst was, sondern als wenn nichts wäre. Der Tierarzt wird niemals irgendetwas sagen. Ja, der wird kein Schmerzmittel verabreichen, der wird nichts machen, der wird das Tier erst recht nicht einschläfern, weil in dem Moment, wo das Tier dort ist, muss es leider, so Gott es will, in Augen der Ärzte, der Tierärzte, muss es das bringen, was es bei dir zu Hause auch bringt. Das heißt, es muss dem Tierarzt am besten vor die Schuhe kotzen und kacken. Es muss dort vor Ort am besten komplett zusammenbrechen. Am besten vor Ort die 5 Kilo Haare verlieren. Und all das in der halben Stunde, was bei dir an einem Tag passiert. Das muss der Hund dort machen, damit der Arzt auch wirklich was macht. Ja, es gibt natürlich gewisse Erkennungsmuster, wie wenn du jetzt bei mir jetzt, ne, ich habe einen Tumor gefühlt und dann wird das halt untersucht. Okay, sein Empfinden, was er da gefunden hat, das können wir untersuchen. Und dann scannen die das halt durch, machen Bluttest, Entschuldigung. Und dann merken die, okay, da ist wirklich was, dann kann man auch was unternehmen. Aber jetzt in der Nachbehandlung, wenn es eben dahin geht, das Tier im schlimmsten Falle einzuschläfern, dann wird das hinausgezogen bis ins Unermessliche. Und das finde ich eigentlich das größte Problem überhaupt. Ich meine, der Hund hat wenigstens noch die Möglichkeit, ja, wenn es ihm wirklich absolut grottig geht, seine Hüfte total zerbrochen ist und keine Ahnung, dann wird das Tier eingeschläfert. Ja, das schlimmste Szenario, was du dir vorstellen kannst, vorm Zug gekommen, die Hälfte der Eingeweide guckt raus, dann wird das Tier eingeschläfert. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Tier zwar sterbenskrank ist, und bei dir zu Hause rumquengelt, humpelt, was wir eben alles gerade besprochen haben, in die Wohnung kotzt und kackt und keine Ahnung, nicht frisst, nicht trinkt, aber dann eben die halbe Stunde bei dem Tierarzt lebendig ist, dann wird der Tierarzt nicht sagen, alles klar,
deine Worte klingen plausibel, wir schläfern den Hund ein, sondern der Hund muss wirklich vor Ort, wenn es, wie gesagt, dieses, der Hund stirbt dadurch eventuell, Bild ist, muss der Hund vor Ort wirklich die Symptome zeigen, die er bei dir zu Hause zeigt. Ansonsten wird kein Arzt der Welt irgendwas unternehmen. Und das finde ich scheiße. So ehrlich es auch klingt. Oder so scheiße es auch klingt. Weil, wenn ich die Prognose kriege, mein Tier stirbt eventuell entweder nächsten Monat oder in einem Jahr und merke, es geht ihm schlecht, es will vielleicht selber, dass Feierabend ist, entweder du hilfst mir oder ich gehe. Das ist meine Entscheidung. Ja. Und naja, nicht ganz ihre Entscheidung, weil sie ist ja eine Kämpferherz-Dame, sage ich jetzt mal, aber irgendwann kann sie auch nicht mehr. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Hund ist nicht mehr zu retten, und die Ärzte sagen aber, ach Gott, schon mal, da warten wir noch 2 Wochen, dann ist das für mich Tierquälerei. Das ist dann Geldmacherei und Tierquälerei in meinen Augen. Weil du siehst deinen Hund leiden, für dich ist das eine Qual, für dich ist das ein Leid, was du wahrscheinlich niemals vergessen wirst. Ja, dass du dein Hund wissentlich noch vielleicht 1, 2 Jahre lang leiden lassen hast, bevor es wirklich mal zu Ende geht. Ja, habe ich auch von Bekannten schon gehört, von unseren Eltern. Der Hund hatte was mit der Hüfte und alles drum und dran. Da wurde jahrelang dran gedoktert und irgendwann, da haben die wirklich den Hund reingetragen, weil nichts mehr ging. Dann wurde der Hund erst eingeschläfert, Entschuldigung. Und das finde ich eigentlich die größte Sauerei, dass man nicht sagt, alles klar, der Tierbesitzer, der sagt uns, das Tier ist so und so, der geht schon fast in die Heulerei und sagt, er kann es nicht mehr mit ansehen und er will das nicht mehr, dass man dann nicht sagt, okay, wir machen das jetzt, wir schläfern den Hund ein, dann ist Sense. Das ist auch schmerzlich, das ist mir vollkommen bewusst. Das wird mir vielleicht morgen passieren, dass der Tierarzt sagt, alles klar, wir schläfern jetzt ein. Natürlich tut mir das weh, aber ich bin der Meinung, dass ein frühzeitiger Tod nicht so schmerzhaft ist, wie dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, jahrelange Leid beobachten. Ja, du verlierst irgendwann die Hoffnung, du kannst es selbst nicht mehr mit ansehen, du versuchst es zu ignorieren, aber das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht mehr in den Kopf, wenn ich meinen Hund jaulen höre, ich würde ihr am liebsten helfen, aber ich kann nicht. Und das Schlimme ist, selbst wenn ich es könnte, selbst wenn ich Tierarzt wäre und wenn ich die Materialien hier hätte und operieren würden könnte, ich kann es nicht, weil es ist meins. So blöd das auch klingt, aber ich vergleiche es immer wie, ich habe es schon mal zu meinen Eltern schon gesagt, es ist wie mein eigenes Kind. Wenn mein eigenes Kind ein Bein gebrochen hat, dann gehe ich auch nicht hin und sage, ich renk dir das wieder ein. Das verkraftet mein Herz einfach nicht. Versteht ihr, was ich meine? Die Kinder haben oder Tiere haben, die wissen, wovon ich rede. Ja, dass das einfach eine Schweinerei ist. Auf der einen Seite, wie gesagt, je nachdem, welches Krankheitsbild das Tier hat, sehe ich es ein, ist es eine gute Sache, dem Tier und dem Besitzer noch Monate, vielleicht Jahre zu geben und das wirklich auch alles super ist. Ja, das sehe ich auch völlig ein. Aber wenn es von vornherein feststeht, dann Hund stirbt in 8 bis 10 Wochen und wir ballern das jetzt mit Medikamenten voll, bis es platzt, dann finde ich das eine Schweinerei. Dann, das geht einfach nicht. Da muss doch es eine Möglichkeit geben zu sagen, Tierarzt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich kann das nicht mehr mit ansehen, mein Hund leidet, ich gehe hier nicht weg, bis sie diesen verdammten Hund einschläfern. Ansonsten mache ich das wirklich. Und wenn ich ihr eine Tafel Schokolade in die Fresse stopfe, das ist mir sowas von egal. Entweder sie machen es oder ich gehe dafür in den Knast. Das ist mir sowas von egal. Und dann muss sie theoretisch was machen. Oder sie lässt mich in den Knast gehen. Das kann auch sein, aber das ist mir dann in dem Moment egal. Ja. Ich bin dann frohen Herzens, sage, ich habe mein Tier rechtzeitig erlöst, anstatt es nochmal. Wenn sie jetzt sagt, wir geben noch mal mehr Schmerzmittel, ach, da geht noch was 3 Wochen. Was soll das? Ich kann euch ja berichten, was sie in der letzten Zeit macht, meine Hündin, ja? Sie frisst seit, wir haben heute Montag, sie hat das letzte Mal am Freitag etwas gegessen. Am Samstag hat sie das letzte Mal getrunken. Gestern, am Sonntag, dem 10. Juli, da sind wir die kleinste Gassi-Runde gegangen, die wir können.
Wir haben hier unten so ein kleines Grasgebiet, das ist, weiß ich nicht, 10 mal 10 Zentimeter, 10 mal 10 Meter groß oder größer, ich weiß es gerade nicht, vielleicht sind auch 20, ist auch völlig egal. Und da geht nochmal so ein kleiner Weg drumrum, also nochmal eine Abkürzung sozusagen, dann sind es nur 10 mal 5 Meter oder so, keine Ahnung. Ja, also 10 Meter hin, dann halt die Kurve 5 Meter nach links und dann wieder zurück 10 Meter, müssen wieder zu Hause. Die Runde sind wir gestern, also am 10. Juli, gegangen und sie hat sich währenddessen mindestens fünfmal hingesetzt, sogar zweimal hingelegt und ich hatte schon das Gefühl, entweder ich muss sie schleifen oder nach oben tragen. Und dieses Gefühl, dieses Leid beobachten, das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das lässt in mir so einen dumpfen Hass auf den Tierarzt wirken. Ich weiß, dass die auch leben müssen und dass die ihr Geld verdienen müssen, aber doch nicht mit allem drum und dran. Und dieses Bild, was ich jetzt für einen Hund habe, das muss man auch auf alle anderen Lebewesen abwälzen, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das ein Baum ist. Wenn dein eigenes Kind sterbenskrank ist, bei Menschen ist das noch viel schlimmer, dann wird das noch 20 Jahre lang mit Medikamenten vollgeballert, bis es platzt. Anstatt zu sagen, nein, hier ist Feierabend, mein Kind leidet, das lebt nur noch ein Jahr, sie wollen es jetzt mit Medikamenten vollballern, ich will jetzt hier Feierabend machen und der Arzt sagt, nö, in dem Jahr können sie gerne den Sarg bestellen, aber jetzt nicht. Ja, super. Es gibt doch noch Hoffnung, vielleicht überlebt ich ja noch 2 Jahre. Da, super. Mit welchem Hintergrund, dass mein Kind vielleicht gerade mal Baby nicht nur nachts schreit, sondern auch den ganzen Tag 24/7. Darauf habe ich doch keinen Bock. Ich will doch nicht mein eigenes Fleisch und Blut leiden sehen. Ha? Bei einem Goldfisch ist es vielleicht was anderes. Wenn der sterbenskrank ist, dann spült sie den einfach das Klo herunter oder ein Papagei. Deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Wenn du einen Vogel oder einen Fisch hast, dann ist das alles gar kein Problem. Fisch, Klo runter, kein Problem, fertig aus. Vogel halb tot, kein Problem, ab in den Garten, verbuddelt, tschüss. Wenn du deinen Hund einen Stein auf den Kopf ballerst und bei dir im Garten verbuddelst und irgendjemand Nachmieter findet mal die Knochen von dem Hund und den Chip von dem Hund, dann bist du der Arsch und wirst verknackt für Mord an dem Hund. Was? Ich verstehe es nicht. Das gibt einfach keinen Sinn. Ich bin ja kein Tierquäler, eigentlich ja schon. Ich bin eigentlich ein Tierquäler, wenn man es so nimmt. Weil ich lasse mein Tier leiden, wissentlich. Sogar mit der Erlaubnis meines Tierarztes. Eigentlich müsste man mich dafür verknacken, dass sie niemand einschläfert, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Dass es niemand macht. Eigentlich müssten die alle verknackt werden wegen Tierquälerei. Ganz ehrlich. Es tut mir leid, dass ich so enthusiastisch bin, aber das ist meine Meinung. Egal was es ist, wenn dein Tier leidet und du weißt, das stirbt in ungefähr 8 Wochen und du merkst, das geht einfach nicht mehr, das geht einfach nicht mehr, dass dann einfach ein Schlussstrich gemacht wird, ob das jetzt dein Hund ist, ob das dein Tier ist oder ob das die Eiche in deinem Baum, in deinem Wald ist, das ist doch völlig Latte, was das ist. Es muss doch möglich sein zu sagen, nein, Arzt, ich kann das nicht mehr, ich brech zusammen. Wenn sie das jetzt nicht machen, dann weiß ich nicht, dann nehme ich mir selbst das Leben. Was zur Hölle? Muss man echt erst so weit gehen, zu sagen, wenn sie das nicht machen, dann mache ich das und danach mache ich Suizid, weil ich es nicht verkraftet habe? Wunderbar, schön. Habt ihr ja schön hinbekommen mit euren ärztlichen Räten. Ach, das Tier schafft das doch noch. Ja, super. Und innerlich geht alles kaputt und du bist depressiv und die Welt bricht für dich zusammen. Dann machst du es selber und du gehst noch mehr dran kaputt und dann nimmst du dir selbst das Leben. Das ist doch scheiße. Ah, na, ich könnte darüber, glaube ich, noch stundenlang reden, aber ich glaube, ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr selber, wie gesagt, ein Kind oder ein Tier habt oder selber ein Familienmitglied habt, was theoretisch sterbenskrank ist und wo es eigentlich keine Besserung gibt und ihr merkt, eigentlich geht das nicht mehr, eigentlich würde ich am liebsten den Menschen befreien und sagen, hier ist Feierabend, dann sollte es eine Möglichkeit geben, das rechtzeitig zu machen. Dann sollen sie halt den Preis nochmal um, keine Ahnung, 100 € erhöhen, meine Fresse. Das Geld zahle ich gerne, ja, damit der Mensch nicht mehr leidet. Aber dann halt eben dieses,
jahrelange noch Medikamente hinterher, was ja jedes Mal Geld kostet. Und vielleicht im schlimmsten Falle, weiß ich nicht, dein Kind liegt im Koma und wird beatmet 8 Jahre, 20 Jahre. Du musst jeden Tag des fucking Krankenhauses bezahlen für nichts und wieder nichts, damit du da ein halb totes Kind siehst, was vielleicht noch mit einer Beatmungsmaschine am Leben gehalten wird. Und du gehst schon fast nur noch mit halbem Herzen ins Krankenhaus, weil du es einfach nicht mehr mit ansehen kannst. Und die Ärzte machen einfach nicht Feierabend, weil sie immer noch denken, ach, der kann ja morgen wieder aufwachen. Ja. Da, ich weiß nicht, da presse ich ihm halt lieber selbst das Kissen auf den Kopf und dann nehme ich mir selbst das Leben, weil es nicht anders geht. Und tut mir leid. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ihr selber ein Tier habt oder Menschen habt, der sterbenskrank ist, dann könnt ihr das, denke ich, nachvollziehen. Meine Wut oder meine Gedanken, dass das einfach in meinen Augen eher das eine Tierquälerei ist. So viel Verständnis ich auch dafür haben möchte, es geht einfach nicht in meinen Kopf. Es gibt auch richtige Tierquäler, ja, aber im Grunde genommen sind auch diese Tierärzte Tierquäler, die nicht das Tier befreien oder die Menschen sind dann eben Menschenquäler, die dein Kind nicht befreien, wenn es sterbenskrank ist. Und das ist unerhört und die kriegen dafür nichts, die werden dafür nicht verknackt, nichts. Die kriegen keine Strafe, weil sie deinen Hund leiden lassen haben. Aber der Türke, der auf der Straße eine Kuh abschlachtet, weil sie vielleicht sterbenskrank ist, der wird verknackt wegen Tierquälerei. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, es gibt Menschen auf der Erde, die ihr Tier quälen, das weiß ich selbst, das ist genauso eine große Scheiße. Aber ganz genau so muss man in manchen Fällen auch die Tierärzte dazu ziehen oder die richtigen Ärzte, die sich um die Menschen kümmern, dass die manchmal ein Wesen quälen, bis es nicht mehr geht, bis es wirklich auseinanderbricht. Erst dann wird was getan, bei Menschen nicht. Ja, bei Menschen ist das noch viel schlimmer, wie schon gesagt. Da kannst du beatmet an der Maschine stehen und dein Ritual, dein Freibrief sagt, morgen stirbst du. Der Arzt sagt, wir warten ab bis morgen und dann nochmal morgen und nochmal morgen. Und das zieht sich dann über Jahre hinweg. Dein Kind oder dein Vater liegt 20 Jahre im Koma und es passiert überhaupt nichts. Jeden Tag dasselbe. Und irgendwann nach, keine Ahnung, 50 Jahren stirbt er dann mal an normalen Herzversagen und du hast alles gewonnen, nämlich nichts. Du bist arm, hast nichts auf der Hand und hätte man das vor 50 Jahren gemacht, dann wärst du mit dir im Reinen gewesen. Dann hättest du nicht diesen Bruch gehabt mit diesem Leid, was eben ich jetzt gerade beschrieben habe, ne? Dass du halt dein Tier leiden siehst, das ist halt einfach ein unglaublicher Schmerz, den niemand verarbeiten kann. Und ich weiß, wie gesagt, dass auch der Tod des Tieres oder des eigenen Kindes oder des Familienmitgliedes oder von wem auch immer auch schmerzhaft ist. Aber ich denke, dass wenn man da sagen würde, das Wesen hat jetzt noch 8 Wochen zu leben, sie haben jetzt die Entscheidung, wollen sie den Schlussstrich ziehen, ja oder nein? Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, rechtzeitig den Schlussstrich zu ziehen, dann mache ich das auch. Wenn ich sehe, mein Tier geht's nicht gut, ich will ihn einschläfern, jetzt oder nie, und der Tierarzt sagt, jo, wir machen das, obwohl theoretisch noch die Option bestehen würde, dann würde das für mich besser sein. Ich müsste nicht nochmal, wie gesagt, 20 Jahre mit diesem Leidgefühl leben, eben das nicht mehr mit ansehen zu können, was ich schon alles 5-mal erzählt habe, sondern ich kann mich von meinem Tier respektvoll verabschieden. Und wenn das am nächsten Tag ist, ist ja auch okay. Ja, man macht dann einen Termin für die Einschläferung oder für die Todespritze, sagt dann, okay, wir treffen uns nächste Woche, dann machen wir das. Bis dahin gebe ich meinem Sohn oder meinem Tier nochmal eine schöne Woche, wir gehen nochmal in den Freizeitpark, auf die Hundewiese, was auch immer. Aber das wäre ein schöneres Ende, ja, als sein Tier halb vollgekotzt und vollgeschissen zum Tierarzt zu bringen und zu flennen, schläfern sie es ein und der Tierarzt sagt, nö. Du brichst doch dort vor dem zusammen und sagst irgendwie so. Da, dann klopfst du den Kopf vor dem Tierarzt gegen die Wand und sagst, du alte Kackbratze, gib mir den fucking Spritzer, ich mach das selbst. Oh. Tut mir leid.
Entschuldigung. Weil das ist doch einfach nur scheiße. Fuck. Ich hoffe, dass morgen mein Tierarzt sagt, alles klar, Feierabend, dann haben wir es hinter uns. Ich bin dann befreit. Ich wollte es nur loswerden. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich kenne meine Tierärztin. Sie wird bestimmt, wenn der Hund gut drauf ist, die Dosis erhöhen. Wenn der Hund morgen nicht so gut drauf ist, dann wird sie ihn vielleicht einschläfern. Ich habe keine Ahnung. Ihr kennt die Ärzte selber. Noch 20 Jahre lang am besten irgendwie am Leben halten. Und wenn es mit 20.000 Medikamenten ist, naja, dann kriegt sie halt eine Prothese am Bein. Ach, who cares? Sie kann doch noch laufen. Und ach, dann machen wir doch noch hier Schmerzmittel erhöhen und bla bla bla. Dann kriegt sie halt 5 Tabletten am Tag. Und boah, bis sie irgendwann mal daran verreckt, weil, keine Ahnung, sie es einfach nicht mehr schafft. Bla. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Und das ist einfach nur die größte Schweinerei überhaupt. Dass man nicht sagt, zu einem günstigen Zeitpunkt, hier, ich gebe Ihnen jetzt die Wahl, schläfern Sie den Hund jetzt ein oder nicht, das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie ihn jetzt einschläfern lassen, müssen Sie halt 100 Euro mehr darauf zahlen oder wir warten eben noch 5 Jahre. Aber dann kann es eben sein, dass Ihr Hund eben 5 Jahre oder Ihr Kind 5 Jahre Leid durchlebt, Sie müssen damit leben. Aber sie haben wenigstens dann noch die 5 Jahre mit ihrem Kind oder mit ihrem Hund oder mit was auch immer. Es ist ihre Entscheidung, machen sie das jetzt oder nie. Und dann hätte ich gesagt, alles klar, wir machen es, dann haben wir es hinter uns. Vielleicht hätte der Hund geheilt werden können, aber nein, ich sehe, mein Hund leidet und ich sehe es nicht, dass mein Hund heilbar ist. Deswegen machen wir das jetzt, dann hat man hinter sich, dann hat man nicht diese ganze Scheißquälerei. Und dann ist es vorbei. Dann zahle ich gerne 100 Euro mehr. Meine Fresse. Who cares? Ja. Aber der Hund hat es dann hinter sich. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Vielleicht könnt ihr auch eure Meinung dazu schreiben. Wie gesagt, es geht dabei nicht alleine nur um Hunde, sondern um alle Lebewesen auf diesem Planeten. Ob das jetzt eine Katze ist, ob das dein Goldfisch ist, ob das dein Kind ist, ob das dein Vater ist, ob das der Baum in deinem Wald ist. Gut, den kannst du einfach fällen. Who cares? Aber es geht mir ums Prinzip, dass es eben um jedes Lebewesen geht in dieser Welt. Ob das jetzt, wie gesagt, Katze, Hund, Maus, Hamster oder keine Ahnung. Das muss alles dasselbe sein in meinen Augen. Gleichberechtigung für alle. Und wenn man eben, wie gesagt, das Krankheitsbild hat, dein Hund hat nur noch 8 Wochen zu leben und du merkst, das geht nicht mehr, dann muss es eine Entscheidung geben. Schläfern sie den Hund ein oder das Kind oder was auch immer. Entscheiden sie sich von mir aus, können sie nächste Woche wieder kommen, dann machen wir das. Oder wir haben auch die Möglichkeit, eben das Tier oder dein Kind noch für 10 Jahre am Leben zu halten. Dafür pumpen wir es dann mit Medikamenten durch, können sie sich auch entscheiden dafür. Es ist ihre Entscheidung. Ich glaube, fast jeder würde sagen, schläfern sie es ein. Bin ich voll der Meinung. Und wenn die dafür 500 Euro mehr bezahlen müssen, ich glaube, das ist denen egal. Ich werde das mit euch, das würde jeder machen. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung darunter schreiben, wenn ihr selbst betroffen seid, wenn ihr selbst ein krankes Tier zu Hause habt oder ein krankes Familienmitglied oder einen kranken Freund, ist ja völlig Latte, wie ihr das seht, ob ihr das genauso handhaben würdet. Das ist meine Meinung. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was in ungefähr 11 Stunden passiert. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video, dann eben der nächste Teil Blackies Live über die Entscheidung des Tierarztes. Und wie die weiteren Schritte sind, wir werden sehen. Das soll erstmal alles sein. Ich entschuldige mich für meine Euphorie, aber das ist ein Thema, was mir sehr aufstößt in letzter Zeit und ich hoffe, dass das okay ist, dass ihr es verstehen könnt. Und deswegen, ich wollte es einfach loswerden, von mir von der Seele reden. Wünsche ich euch erstmal alles Gute. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Blackwitch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.